Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns jetzt direkt vor dem Bürokomplex, in dem nicht nur das international erfolgreiche Team von SK Gaming, sondern natürlich auch unsere deutsche Hoffnung von Mausports ihr neues Zuhause gefunden hat. Denn hier arbeiten die beiden Clan-Leader zusammen Hand in Hand mit den beiden Teams. Dort findet auch zurzeit ein Bootcamp statt und das wollen wir uns natürlich mal anschauen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein und ihr kommt mit mir mit. Wahnsinn. Krass, Mann. Boah. Ah, dieser Geruch. Hat sich nichts geändert, ne? Nichts. Die haben das Schild einfach nicht ausgetauscht. Wir haben sehr früh in 2006 angefangen, uns zu überlegen, ob wir ein Büro beziehen wollen in Köln. Die Entscheidung stand eigentlich relativ früh. Und mit der räumlichen Nähe auch zu Genghis hier in Köln habe ich ihn dann irgendwann gefragt, habe gesagt, Genghis, wie sieht das aus? Habt ihr da Lust, mit dabei zu sein? Es macht einfach nur Sinn, wenn wir einen großen Trainingsraum haben, dass wir den gemeinsam nutzen. Und da wir uns persönlich gut verstehen, haben wir dann sofort gesagt, okay, dann suchen wir. Und jetzt sitzen wir hier. Schöner Spaß. Den Boden haben wir reinlegen lassen. Und das ist das Heilige Reich. Halleluja. Zeitlang saß ich hier. Genghis war eigentlich immer da. Denn Genghis, Teamleader vom Team Mausports natürlich. Und ja, das ist das große geräumige Büro. Hier kommt wohl auch noch eine Lounge hin. Also hier wird man gemütlich sitzen können in der Zukunft. Dort auch mal vielleicht bei einem Bierchen am Abend den einen oder anderen Vertrag nochmal durchsprechen. Hier sehen wir den Alex, Teamleader vom großen und erfolgreichen Clan SK Gaming. Eine Zeit lang saß ich hier. Bub, saß uns immer gegenüber. SK und Maus. Warum haben wir uns das Büro mit SK zusammengenommen? Ist ganz einfach. Der Alex wollte schon immer ein eigenes Büro für SK haben. Er hat davor, es zu expandieren und Mitarbeiter einzustellen. Und da ich ja Kölner mit Hetz und Silben, ne, wie man so schön sagt, dachte ich mir, es ist eine gute Möglichkeit, halt weiterhin am E-Sport beteiligt zu sein, mit Alex zusammenzuarbeiten, von dem ich einiges lernen kann und gleichzeitig das mit dem Bootcamp-Raum für das Team zu verbinden. Und so ist eigentlich die ganze Idee für das Büro entstanden. Das hier war das erste SK-Office und gleichzeitig das Mausports-Office. Wir sind zum gleichen Tag eingezogen, haben es gemeinsam angemietet und haben dann 11 Jahre hier in diesen Räumlichkeiten E-Sport gebaut. Man kann also sagen, hier wurde ein großer Teil der E-Sports-Geschichte geschrieben. Auf Teamseite in Deutschland auf jeden Fall. Also ich meine, das, wovon heute Big, Eintracht und wie sie alle heißen, das, was die machen, hat schon seinen Ursprung hier. Wir haben das schon damals definiert, Mausports und SK, wie E-Sport in Deutschland funktioniert. Auch ein Fnatic hat sich in der Anfangszeit hier Sachen abgeguckt. Also Sam Matthews war hier, hat vorne im Flur sogar gepennt auf so einem Klappbett. Props 1-4 to save Mausports, to keep the dream alive here at DreamHack Summer. Not gonna happen, Taco domes him. And SK have done it in 2. It took them a long while and a great laborious attempt on Inferno. Wir haben uns eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit irgendwo kompetitiv auch so ein bisschen hochgestachelt und dann wieder runtergeholt, wenn wir gemerkt haben, dass es wichtig ist. Ja, wir waren aber auch in erster Linie Freunde, die irgendwie in derselben Industrie tätig sind. Und damals war der Markt ja noch ein anderer, ne? Da haben wir das auch eher so als Common Goal gesehen, zusammen irgendwie gute Sachen auf die Beine zu stellen, noch professioneller zu werden. Weil wir gesehen haben, dass wir da Standards setzen. Ne? Ja. Und klar, haben unsere Teams konkurriert und
Oft hat SK Gaming gewonnen, manchmal haben wir gewonnen. Ich bin ja jetzt schon seit 2018 raus, nicht mehr so nah am Geschehen, aber es ist schon erstaunlich, eigentlich welchen Weg SK Gaming beschritten hat. Und wenn man mal so vergleicht mit vielen anderen Konkurrenten, die jetzt auch, sag ich mal, in den letzten 5-6 Jahren entstanden sind, ist SK halt immer ihrer Identität treu geblieben. Ne? Und das muss man auch erstmal schaffen, über 25 Jahre diese Konstanz irgendwie an den Tag zu legen. Das ist auch tatsächlich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Das ist ein Teil der Vergangenheit, ein sehr wichtiger. Und ich glaube, sehr viele Schritte sind wir hier gegangen, haben sehr viele Sachen hier gelernt. Ja, war schon eine gute Zeit. Ist aber auch gut, dass er vorbei ist. Ja. Einfach nur schön, einfach nochmal die Chance zu haben, hier drin zu stehen und dann vielleicht zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Abschluss, jetzt darf das auch jemand anders haben. Ich glaube, dass unser Geist hier noch weiterleben durfte jetzt die letzten Jahre und jetzt ist auch gut, jetzt nehmen wir mit. So. Tschüss Löwengasse, bis zum nächsten Mal. Das war es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick dieses ganzen Komplexes gewinnen. Ziemlich groß, ziemlich unüberschaubar und in Zukunft davon natürlich mehr. Viel Spaß!